wir haben schon auf den Gegner vorbereitet und ich denke, das, was wir erwarten haben, ist gekommen und ja, nach ein paar Minuten zum Reinfinden ins Spiel ist es, glaube ich, auch ganz gut gelaufen. Ja, nein, es ist ja eine andere Position. Als Innenverteidiger muss ich schon gucken, dass ich hinten bleibe. Von der 6 weg gibt es ab und zu mal die Möglichkeit, mit den 16er zu kommen, wo ich auch glaube, dass ich eine Präsenz habe und deswegen es auch ab und zu mal ausnutzen möchte. Auch ein paar Mal gefährlich geworden. Das hat zum Tor, Torerfolg gereicht. Aber ja, das ist grundsätzlich, weil es eine andere Position ist. Also der Roberto ist ein unglaublicher Fußballspieler und wir sehen das jeden Tag im Training. Das ist, glaube ich, für jeden von uns eine Ehre, mit ihm zusammenspielen zu dürfen. Und ich glaube, wir freuen uns alle, dass es ihm gerade gut geht. Und der ist ja auch verdient in die brasilianische Nationalmannschaft gerufen worden. Ich meine, die haben gerade einen Bundesligist rausgekickt und das ist dort bei denen überhaupt nicht einfach. Wir werden ein sehr schwieriges Spiel dort haben. Aber natürlich ist das Ziel, da auch weiterzukommen und eine Runde weiter zu kommen. Aber wir wissen schon, dass es eine harte Nuss wird und dass wir aber trotzdem da gewinnen wollen.